Genau, da ist er, ja. Kleine ist auch vergiftet. Nee, ist nur bei mir. Okay. Alle Pflanzen wurden gedüngt. Du hast wohl nichts, um diesen Gestank loszuwerden, oder? Eine fliegende Pflanze. Noch ein Haustier wahrscheinlich. Ja, er scheint nur mit halber Lebensenergie. Entzieht Gegnern Lebensenergie, um seine eigene aufzufüllen. Ist seine Lebensenergie voll und du bist verletzt, überträgt es etwas Lebensenergie auf dich. Oh, das klingt super. So ein bisschen irritierend, von der Top-Pflanze verfolgt zu werden, aber na gut. Also, wo geht's weiter? Was für Schlüssel haben wir? Wir haben Schlüssel der Gärten, Schlüssel der Kanalisation, Schlüssel der Mine. Wir haben den Baum umgebracht. Und der hätte eigentlich einen Schlüssel. Ah, da ist noch einer. Schlüsselbibliothek. Das war hier ganz am Anfang, ne? Genau, Bibliothek, auch Bibliothek. Sehr schön, da können wir uns einfach mit Shift 1 hin halt zurück teleportieren. Genau. Machen einen kleinen Cut, sehen uns gleich wieder und gehen dann in die Bücherei. Dann mal auf in die Bücherei. Hops. Dazu müssen wir eigentlich hier nur nach rechts, glaube ich, zweimal und dann nach oben. Nimm, 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 nimm. Genau, einmal nach rechts würde ich noch ganz gerne. Einfach nur, um das eine Licht noch anzumachen. Und jetzt droppen die Fledermausflügel. Jetzt, wo ich mich heilen kann, ne? Ihr seid so eine Dumpfnase. So, einmal rechts, einmal oben. Ah, die Gegner sind so schön schwach hier. Zack, zack, zack. So, hier kurz Wände checken. Ja, macht mir einen Schadenspunkt. Kannst mir gar nichts, doofe Schlange. Oh, und wir halten sich durchgehend. Echt genial. So. Da oben sind noch irgendwelche Viecher. Die bringen wir noch mal um und gucken, ob wir jetzt da irgendwas in der Bücherei Neues machen können. Weil da war das Buch, das... Oh, können wir doch auch nicht Schaden machen. Hier war das Buch, was wir vorher nicht verstanden hatten. Hier. Ich kann eine Menge Papiere und Bücher sehen. Sie sind alle in alten und seltsamen Sprachen geschrieben. Ah, schade. Das wäre noch schick gewesen. Also wenn man genug Sprachen kennt quasi. Oder halt Zaubersprüche, Magiearten, was auch immer. Dass man da was bekommt. Aber na gut. Bibliothek auf. Und ein komischer Typ. Guten Abend. Kann ich Ihnen helfen? Wer zur Hölle bist du? Ich bin Monedius, der Geschäftsführer von Hanabank. Hanabank? Das ist richtig, mein Herr. Hanabank. Die Bank dieser Burg. Eine Bank? Hier? Dann gib mir all dein Geld. Das ist ein Überfall. Hände hoch. Verstehe. Unglücklicherweise haben wir kein Geld, das ich Ihnen geben könnte. Echt? An dem Ort, wo ich hier komme, haben diese Blutsauger Berge davon. Wofür ist Hanabank dann gut? Bei Hanabank bitten wir Ihnen einen sicheren Platz, um all Ihr Eigentum einzulagern. Oh, man kann doch mehr Inventarplatz kaufen. Also ist es ein Safe, richtig? Perfekt. Dann gib mir den Schlüssel und ich werde dich nicht weiter stören. Hm. Es wird mir eine Freude sein, sobald Sie die jährliche Gebühr von 100 Goldmünzen bezahlt haben. Bastard! Er lässt mich ausbluten. Die sind alle gleich, egal von welcher Welt sie kommen. Gegenstände, die im Safe hinterlegt sind, gehen nicht verloren oder werden nicht gestohlen. Kaufen? Diverse Gegenstände. Magische Feder. Teleportiert dich direkt zur Hanabank. Hm. Was hast du noch? Nix. Ich mag Teleporter-Gegenstände. Also kaufen wir das Ding mal. Und einen Schlüssel. So. Hanabank-Schlüssel. Wie habe ich jetzt Zugriff? Das ist mein Safe? Das. Ach so. Ich kann jetzt hier die Sachen auf den Boden schmeißen?
Finde ich jetzt nicht so toll gelöst, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne irgendwie ein Interface oder so. An. Und Zentralbereich ist ausgeleuchtet. Okay. Das kommt mir jetzt irgendwie verschwendet vor, das Geld. Aber gut, gucken wir nach links. Da gab es irgendwo auch noch einen Bereich zur Bibliothek. Also runter, 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 runter. Runter. So, wir könnten hier noch hinschreiben, nicht auch Bibliothek, sondern Bank. Also momentan ist mein Inventar zwar chaotisch, aber theoretisch haben wir noch genug Platz. Ich habe keine Lust, jetzt irgendwas da in die Bank zu legen, nur um es dann ein, zwei Folgen später wieder rausholen zu müssen. So, du kommst noch mit. Au. Topfpflanze, mach was. So, Topfpflanze hat nur Hälfte der Energie. Okay. Zing. Zing. So, jetzt da hoch und da war irgendwo ein Schlüsselloch. Da ist schon mal Zoran. Ups. Hör auf, dich zu teleportieren, du doofes Ding. So. Zack. Und zack. So, du kommst mit. Du gehst auf. Guck mal, wo du hinführst. Hey, Zera. Ich bin etwas besorgt, weißt du? Deine Sorgen sind mir gleichgültig. Komm schon, Alter. Frag mich, warum. Das werde ich nicht tun. Okay, ich sag's dir dennoch. Ich habe ein wenig über die halluzinogenen Drogen nachgedacht und es passt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, aber es dauert zu lange. Weißt du was, Alter? Vielleicht sollte ich eine andere Möglichkeit nachdenken. Was denkst du? Du bist immer noch davon überzeugt, dass all das nicht real ist? Sicher, und ich kann das beweisen. Wie? Einfach. Hier passieren unmögliche Dinge. Unmögliche Dinge? Welche denn? Hoffentlich kommt jetzt das Speichern und Laden. Oder das Wiederbeleben. Und so Zeug. Ich kann aus großen Höhen fallen, ohne mich zu verletzen. Guter Punkt. Hanakon hat die Burg verzaubert, um das zu verhindern. Natürlich, Magie ist die super Erklärung für alles. Ha, auch spricht jeder meine Sprache. Hanakon hat die Burg verzaubert, sodass alle Kreaturen kommunizieren können, ganz gleich, ob sie verschiedene Sprachen sprechen, mit Ausnahme der schwarzen Sprache. Oh, sicher, wie ein Universalübersetzer, so eine Art Babelfischen. Noch etwas Unmögliches. Hier könnte ich ihn erreichen. Was? Du könntest ihn erreichen? Was meinst du? Erreichen wen? Nun, wenn ich mich hinhocke, könnte ich ihn erreichen. Den Boden? Nein, er meint nicht den Boden. Verdammt, Zera, manchmal bist du so begriffsstutzig, um ihn zu lutschen. Was könnte es sonst sein? Und in meiner Welt bin ich nicht so flexibel. Glaub mir, ich habe es mehrmals probiert. Und nun sage nicht, dass Hanakon die Burg verzaubert hat, damit alle Kreaturen ihre eigenen Schwänze lutschen können. Aber, was für eine Sorte degenerierter Lasterhaft bist du denn? Ja. Wirklich ein sehr komischer Zauber von Hanakon. Oh, Flattermäuse. Ich wollte schon sagen, warum treffe ich hier keinen? Aber hier ist eigentlich Fröschli die bessere Wahl, würde ich sagen. So, genau. Noch mehr Licht. Warum kriege ich schon wieder Schaden? Achso, ich habe so ein Vampir-Dingens. Hm? Ja. Und gelbe Würmer zur Abwechslung. Wir hatten ja erst rote, blaue, grüne und was weiß ich. Trank der großen Regeneration. Das klingt schon mal sehr gut. Oh. Und 36 Münzen. Naja. Kleinvieh macht auch Mist. So, haben wir hier noch was? Nee. Dann geht es ja nur hier weiter. Ha. Und es geht zum neuen Kartenabschnitt. Das ist komisch, okay. Oh. Oh.
Tut mir leid, Fröschli. Tut mir echt leid. Brennst du immer noch. Aber jetzt regenerierst du, okay. Könntest doch mal ausweichen, doofer Frosch. So, okay, wir brauchen kein Fröschli mehr. Wir brauchen Topfpflanze, Schnelltaste 9. Wir brauchen eine Topfpflanze. So, jetzt gucken wir, wie viel die aushalten. Viel. Schnell, 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 bevor sie sich umdreht. Und irgendwie merken die das nicht, wenn die Topfpflanze sie absaugt. Was ja auch recht komisch ist. Schlüssel der Hallen. Schlüssel der Hallen. Zack. Licht an. Und noch mehr gelbe Würmer. Zack, 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 zack. Pfeilen kommen mit. Rubin kommt mit. Hops. Oh. Eine liebestolle Goblinfrau. Und ein Questgeber. Und eine Tür. Frau zuerst. Ein anderes Weibchen. Okay. Du, dreckiger alter Mann. Schämst du dich nicht, mit einem so jungen Weibchen zusammen zu sein? Sie könnte deine Tochter sein. Es ist bestimmt seine Tochter. Sie, meine Tochter. Oh. Ah ja, sie hat deine Augen. Im Übrigen, ist jetzt nicht Paarungszeit? Wenn du willst, kann ich sie befruchten für ein paar Münzen. Ich wünsche Enkel, groß und stark. Ich wünsche Tochter befruchtet von großen Ork Grom. Ich hoffe, das war nicht einer von denen, die wir gerade umgebracht haben. Lass mich raten, du suchst nach diesem Ork und kannst ihn nicht finden. Für ein paar Münzen kann ich ihn für dich finden. Ich fand Ork, großer Grom im Raum hinter der Tür. Da rechts, okay? Mist, kein Glück. Ich frage Ork zu befruchten meine Tochter, aber Ork sagt nein. Wirklich? Vielleicht ist er, du weißt schon, das mit Weibchen ist nicht. Ork kein Kleriker. Ork Krieger. Das meinte ich eigentlich nicht. Ich meinte, dass er vielleicht Ork sexuell ist. Ich verstehe nicht, aber Grom beleidigt meine Tochter. Wenn Grom nicht mit Tochter paart, Grom sich nicht mit anderen paart. Ich gebe großes Geschenk, wenn Grom verliert Potenz. Soll einem Typen seinen Dödel abhacken? Du willst, dass ich ihn nicht einfach töte? Große Ehre für Ork im Kampf zu sterben. Ich will Unehre für Ork. Wie entfernen wir sein Mojo? In Austin Powers hat fieser Fettsack einen Bohrer benutzt. Aber ich denke nicht, dass der Ork eingefroren ist, oder? Grom schläft hinter Tür im Schlafraum. Du bedeckst wichtige Teile von Grom mit Blutegel. So er verliert seinen Saft und ist entehrt. Andere Orks sehen. Ungesehen geht du rein. Wow, was für ein fieser Plan. Wenn ich Blutegel auf seine Weichteile lege, schrumpfen sie wie Rosinen. Ja, das klingt echt nicht sehr schick. So. Gucken wir kurz nach oben noch. Also da ist neuer Kartenabschnitt, das wollen wir nicht. Hops, da ist nix. Da war da die Hallengeschichte. Da geht's also auch nicht weiter. Und hier oben... noch mehr Licht. Noch mehr gelbe Würmchen. Noch mehr Licht. Und hey, du kannst ganz schön hochspringen. Ja, du. Du, der jetzt tot am Boden liegt. Oder despawned ist in der Wolke von Blut. Können wir auch so hoch? Jo. So, nicht hochklettern. Ich wollte eigentlich nur die Wand hier checken. Na gut, dann machen wir uns mal auf, mit einer Handvoll Blutegel einen Ork zu entmannen. So. Ich sehe hier keinen schlafenden Ork. Wir sollen ungesehen rein und raus. Okay. Dann sollten wir die Topfpflanze wegschicken. Sonst saugt die noch die Jungs hier aus. Das wird nichts, oder? Oh, doch, das wird was. Ich darf den Ork vor mir nicht anstupsen. So, jetzt warte ich.
nicht. Jetzt warte ich, bis er wieder zurückgeht und gehe einfach das andere Ding rein. Das war ja soweit nicht wirklich schwer. Na komm. Flop, flop. Flop, flop. Ich brauche mindestens 8 Blutegel, um seine Potenz zu reduzieren. Ich habe keine Blutegel bekommen. Das macht das Ganze natürlich etwas schwieriger. Das heißt, ich muss jetzt in die Kanalisation mich da von Blutegeln beißen lassen, von 8 Blutegeln durchgehend gebissen werden und dann hier hinlaufen? Das klingt irgendwie schmerzhaft. Karte nicht verfügbar. Okay. Speichern wir erstmal ab. Gucken ganz kurz, wo das war. Das war hier. Ja, also wir speichern jetzt ab, machen Cut. Dann gehe ich wieder hier rum, dahin. Versuche hier das Licht noch aufzudecken. Schaue mich dann oben und rechts noch um. Und hier schreiben wir mal hin, plus Entmannung. Damit ich es nicht vergesse. Also ja, wir gucken uns da weiter um. Und wenn da nicht irgendwo eine Schüssel voll Blutegeln ist, dann probiere ich das echt so. Dass ich mich hierhin teleportiere und in jede Jauchegrube reinspringe, um möglichst viele Blutegel zu bekommen. Dann wieder hierher teleportiere, nicht mich heilen lasse, sonst könnten sie ja vielleicht verschwinden. Und dann Hochlauf. Das tut jetzt schon weh beim Zuhören. Aber gut, speichern. Und wir sehen uns gleich wieder.